So Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Folge LOLFACTS, LOL, FACTS. Kurz vor der Aufnahme sabber ich mich voll mit meinem Energiegetränk. Ja, ich bin ein bisschen müde, hab ein bisschen wenig geschlafen, aber da kommt jetzt die Madness rüber. Oh, das habt ihr gehört, ne? Weil hier das Mikro ist. Ja, wo war ich? Ja, LOLFACTS. Der Fake-Fact von letzter Woche war Nummer 15. Und zwar habe ich da meine krassen Photoshop-Skills ausgepackt, aber nicht aufgepasst. Und zwar ging es darum, dass Wicked ja der erste Spieler war, der Diamond erreicht hat, als dieses Ligasystem neu eingeführt wurde. Und das stimmt nicht. Das war der erste Platin-Spieler. Und ich habe einfach mit meinen krassen Photoshop-Skills, ich habe sogar die gleiche Schriftart genommen und die gleiche Farbe und die Größe und so, war voll krass, Platin weggelöscht und dafür Diamond reingeschrieben. Aber in der Überschrift. In der fucking Überschrift habe ich es vergessen. Haben natürlich irgendwie, was weiß ich, 32% von euch richtig dann getippt. Ihr habt mich komplett weggestompt. Danke. Gut. Ja, diesmal wird der Fake Fact richtig scheiße schwer. Ja, habt da selber Schuld. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber diesmal wird er richtig schwer. In dem Sinne. So, jetzt geht's erstmal weiter mit Interaktion mit Champions. Los jetzt, weiter. Wie wär's mit einer Teepause? Oder vielleicht einer Schlag-ins-Gesicht-Pause? Oh, schaut mich an. Ich habe eine heiße Spur. In meinem Visier. Sollte das wehtun, Kate? Ich muss mich verstecken. Toller Schuss, Törtchen. Hey, James! So, beruhigt habe ich mich nicht. Zweiter Fake, weiter geht's. Laut Riot war 2014 der meistgespielte Skin Drachentöter Pantheon. Ne, der Typ, der dann so krass abhebt mit seinen Flügeln, wenn er Ulti macht und alle so. Ich weiß, bei den Worlds hat Insect den im Jungle gespielt und immer wenn er hochgesprungen ist, zoom rein und dann zoom raus. Uah! Komplett bescheuert, ey. Danke. Danke. Der koreanische E-Sportler Coco von CJ Entos hält im kompetitiven Spiel den Farmrekord. Stand allerdings Februar. Ich weiß nicht, ob inzwischen, ist auch egal. Und zwar mit einem CS von 726. In einem Spiel. Das mache ich in 7 Spielen. In dem Sinne so. Ja, nein, ich mache schon ein bisschen mehr, aber... Assassin Yi ist der meistgekaufte Skin aller Zeiten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er nur 390 Riot Points kostet. Es gibt nur 2 andere Skins, die auch so viel gekostet haben oder noch kosten. Ich weiß nicht, wie es ist. Auf jeden Fall ultra billig. Sah auch früher crappy aus, wurde aber gereworked und ist jetzt wirklich so Ninja-mäßig. Ich habe den auch. Ja, wunderschön. Ich erhöhe die Quote. In dem Sinne. Ich sag zu oft in dem Sinne, ne? Im nächsten Fact kommt 100 pro nicht in dem Sinne. In dem Sinne. Oh Gott, ich bin gestolpert. Traum, der alte Ficker möchte gerne seine Kuh Susi mit Alistar verkuppeln. Ja, das hört man an 2 Tones. Nummer 1. Du bist wie Susi. Beste Kuh im Stall. Ja. Und Nummer 2. Damit links kann ich nicht. Alistar, ich kenne nette Susi zum Melken für dich. Ja, in dem Sinne. Ah, fuck. Malzahar wurde als Seher geboren und kann somit die Zukunft voraussehen. Steht in seiner History. Vaynes altes Splash-Art zeigt im Hintergrund Yoricks Schaufel neben dem Grabstein von Earth. Earth, erzähle ich ja immer wieder, Earth, das Manatee, so ein Dauerbrenner bei Riot eigentlich. Wurde mal am 1. April 1963. Nein, egal, ist so ein Running Gag, taucht immer mal wieder auf. Und Yorick ist ja der macht die Gräber, wie sagt man, Totengräber. Eigentlich müsste es heißen Totenbegräber, oder? Weil ein Totengräber, der gräbt ja entweder nach Toten oder mit Toten. Der nimmt eine Tote und gräbt. Das ist mein Energiegetränk. Ja, es tut mir leid. Ich bin so. Wenn Nunu einen Minion bufft mit seinem W-Zauber, also Blutrausch, und dieser Minion dann, kann ja mal passieren, einen gegnerischen Champion tötet, dann bekommt Nunu einen Killgut geschrieben. Auch wenn der sonst nichts gemacht hat. Gar nichts. Ich finde die super, ey. Könnte den ganzen Tag tragen, ey. Ja, der ist schon ziemlich cool damit. So einen coolen Move, weißt du, brauche ich. Westside. Kaschem. Schere. Blitzcranks Flashling Compatibility Services ist ein Dating-Service von Blitzcrank. Denn dieser hat die Flashlings, also die Fleischlinge, er ist ja selber ein Roboter,
studiert. Und zwar so ausführlich, dass er zu über 95% einen Partner findet. Hitch, der Date-Doktor, kann einpacken, Junge. Blitzcrank. Und zwar macht er das auf der Feenwiese in Runeterra. Ne? Da gibt es ja Valoran, die Leere und Feenwiese. Da, wo die Fleischlinge sind. Tschüss. Am 7. Februar 2013 bekam der Pro Alex Each einen Sohn. Die Community respektiert ihn dafür, dass er Vater ist und auch trotzdem noch gut in LOL ist. Denn wie jeder weiß, sobald der Ernst des Lebens Einzug erhält, wird man scheiße in LOL. In dem Sinne. Der Dota-Charakter Traxxas oder Traxxas, ja, ich spiele kein Dota, sorry. Oh! Ist voll nachgemacht von Ash. Und mir ist egal, ob der eher da war als Ash. Der ist trotzdem nachgemacht. Der Warte, ich muss kurz noch die Tränen. Es war gerade echt lustig. Es wirkt gleich richtig schön mit diesen Handschuhen. Der Champion Echo verweist auf den amerikanischen Künstler Mickey Echo, der 2015 sein Album Time herausbrachte. Ne, Time, Echo, macht er so Zeitkram. Wenn Trash einen Hook trifft, bleibt seine Sichel immer am Hals des Opfers hängen. Warum ich darauf achte? Komm her, du! Komm! Jawoll! Sions Ultimate macht Damage auf Türmen. Tschüss. Die Runenseiten von X-Pershal von seinem NA-Account allerdings sind alle nach Songs von Taylor Swift benannt. Kleine Fanboy, hä? Findest du die geil, hä? Ja. Dich pole ich noch um, Junge. So, das war eine weitere Runde Lifehacks. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da. Ihr habt in letzter Zeit nachgelassen, das kränkt mich. Bin ich nicht mehr gut genug? Habt ihr einen neuen gefunden? Wo ist der? Ja, Schelle, Junge. Ja, da oben gibt es die Playlist, ja, von den Lifehacks. Da gibt es auch noch schöne andere Folgen. Wir sind schon bei Folge 40. Wow. Und dort gibt es den Masai OP Guide, der erst kürzlich die 1 Million Aufrufe geknackt hat. Nach einem Monat. What? Das ist mal hoch, ne? What? What? Ja, tschüss. Achso, ich muss mal ausmachen, ne?